Beam, ich hoffe, du bist bereit. Boah. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ich komm grad runter. Wir kommen runter. Ihr kommt runter, also zum Haus oder was? Ja, ich bin ja gleich weg. Ich bin gleich tot. Ja, ernst, Mann. Oh, jetzt kackt doch. Ich seh ihn. Sehr gut. Dann ich guck mal. Ich mach mal noch Dinos auf passiv. Ja, nein, versuch die Akku zu ziehen, das ist wichtiger. Ich komme. Ja, ja, genau, ich bin gleich am Dehydrieren. Ah, gut, ist denn der, Alter? Beschäftigt sich gerade mit einem Ankilo, jetzt ist es perfekt. Ja. Aber ist das Ankilo, den jetzt killt? Das ist nicht unser. Ich brauche ganz schnell was zu trinken. Ich meine, dass der T-Rex gekillt wird. Aber wie ich echt vorbeischieße. Das muss man erstmal hinbekommen. Der halbe Bildschirm ist T-Rex und ich schieße in den Himmel. Nee, der Ankilo schafft das nicht. Selbst wenn, dann mache ich den Ankilo schnell weg. Oh, ich hab echt Schiss, ey. Ach, echt? Welches Level ist denn der, Alter? 36. Der geht auf mich. Okay, super. Ja. Super. Super. Ihr Neide. Hier bin ich. Oh Gott. Okay, ist betäubt. Sehr ja? Gut. Sehr gut. Boah, Alter, mein Affe ist fast tot. So, ich habe aber kein Fleisch dabei. Ach doch, klar, ich hol schnell. Okay. Ja, cool, der wird ungefähr Level 50 SD sein. Warte mal, stopp, nicht bewegen. Da hinten ist die Base und da steht ein. Ja, Max, egal, sind die da? Oh, die haben auch Auto-Turrents. Ach, das ist unsere Base. Oh. Das ist ein. Kali, Alter. Da ganz schön buschig in der Birne gerade hier. Aber gut, kann man verstehen. Nach der Echsen. So. Oh Gott, das ist nämlich auch gut. Boah, krass, die haben auch eine Base gebaut. Die sieht genauso aus wie unsere, ja, also, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier lang gerannt bin. Und die haben auch einen T-Rex und da rennt auch ein Karome und ein Beam rum. Oh, hier, hier was? Jemand. Tot, ja, wenn aber so lange liegt, ist ja alles super. Oh, der will halt auch mal schlafen. Das war. So, dann mach ich gleich mal noch einen Sattel, hä? Ja, ich brauche jetzt erstmal was zu essen. Wir müssen eigentlich noch genug Hide haben, hoffe ich. Na, weiß ich nicht. Ja, ansonsten halte ich. Ich nehme mal noch hier den Dino mit eben ganz schnell, dann krieg mal Hide. Hide. Hier ist es nichts zu essen da, das ist doch super. So Leute, und danach wollen wir jetzt mal nach Pronto Ausschau halten und das Boot ausprobieren. Das muss ich dann gleich nochmal craften. Das machen wir dann gleich und ja, wie gesagt, in der Session, ne, wollen wir auf jeden Fall dann versuchen, die Base zu attackieren, die direkt neben uns gebaut wurde. Die wir ganz kurz gesehen hatten, wo Kagome und ich zusammen losgezogen sind. So, T-Rex, ist es ein Mann oder eine Frau? Da hinten Renner. Renter, keine Ahnung, ich hab's. Ich nenne dich ich einfach mal, durch. Ich hab keine Ahnung, ich nenne dich Bruno. So. Das ist ein Female. Okay, dann weibliche Bruno. Nenn den nochmal um, halt. Jo, mach ich. Was ist denn das? Eine Base, ey, was haben die denn hier gebaut? Oh gut, ey, da war gut. Die haben den genau dahin gebaut, die Base, wo wir auch unsere haben. Das ist ja unverschämt. Einfach draufgesetzt. Ja, wenn ich quer durch den Urwald irre. Ein T-Rex im Nacken, der mich zur Hälfte weggenascht hat. Alter, 500 Hype habe ich schon mal. Ich hau mir mal eben ein paar Beeren rein. Oh. Und wir sind übrigens Leute, ne? Es ist ja heute Sonntag und so bei uns. Es sind jetzt schon, wo ich eben, der Surfer ist gerade hochgefahren, waren schon 40 Leute online. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir heute mehr als 60 wären und ich könnte mir dementsprechend auch vorstellen, dass wir heute mehr Action haben. Ich muss noch mal in den Wald rein. Der T-Rex, ne? Der ist so. Ich geb den gleich mal das Essen hier rein. Ja, eigentlich wollten wir ja nur Eisen farmen, ne? Mhm. So, Level 53 ist okay. Wir müssen ja dann auch gleich mal leveln, die T-Rexe. Such nur ich würde sagen, Kali, wenn wir dann die, den Pronto suchen, da nimmt jeder von uns einen T-Rex, dann können wir die erstmal hochleveln währenddessen. Sehr gut, ja. Mhm. Bin ich vollkommen einverstanden. Nur ich suche gerade meinen Affen, den ich zurücklassen musste. Na, den findest du schon. Ansonsten schnappt ihr mal endlich oder so und fliegt mal da rum. Dann findest du schon irgendwie. Ja. So gut. Oh, oh. Was? Dein Affe wird gerade zerschnetzelt. Ja, dann mach was. Ja, ich renn hin. Ah, das ist meiner, oh. Da ist ein Greif. Sitzt da jemand drauf? Nee. Hä? Irgendwie wackelt gerade alles. Ach, jo, Rapunzel. Rapunzel. Lass mich mal durch hier, Alter. Ey! Okay. Hör auf damit! So, Sattel. Boah, Alter. Ein Boot wollte ich dann auch gleich noch machen. Kann ich T-Rex-Sattel schon machen? Hab ich das geskillt? Nee, hab ich nicht. Oh, man, ganz Spiel schnell. T-Rex-Sattel hier. So. Holy moly, Schnupp. Das war.
Nope. So, T-Rex, ja, wir brauchen Hide Fiber und 50 Eisenbahn brauchen wir dafür. Krass. Hm. So. Der Kalypso ist schon Eisenfarben, oder? Ja. Gut. Alter, ich bin fertig, ey. Was ist da oben gegen das Abfahrt? Die haben überhaupt eine Eisenbahn da? Ja. Oh, ja, einige. Sehr gut. Was, der Server war so, und Fiber brauche ich noch. Ja. Fiber, Fiber, Fiber. Fiber für den Tiger. Ist oh, wir haben keinen Fiber mehr, Leute. Wir müssen Fiber fahren. Moment. Ich habe die Tür wieder nicht zugemacht. Dann meckert wieder die Hausherrin. Jetso! 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 Licht aus! Aber von dir kam, ich habe nämlich ohne Scheiß, ich habe in der Aufnahme und beim Produzieren dann überlegt, du hattest das mal in der Stimmlage irgendwie, mach die Tür zu, gesagt, ey. Und ich dachte, hä, was war das denn jetzt gewesen? Hä? War das der Kagome? Was? Alter Schwede. Genau. So. Hey, hier sind keine Eisenbrocken. Rein. Rein. Wo ist denn jetzt das andere Fiber hin? Hab ich das schon reingetan? Nee, hier ist auch eine Base. Hier. So, T-Rex-Sattel. Bam, 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 los geht's, Leute. Wo ist hier? Ihr Hübschen. Auf dem Berg. Am Berg. Wo so, Eisen ist. Das weg. Was? Ja, ich glaube, die ist noch nicht fertig. Die ist noch nicht fertig? Nee, warte mal. Auf dem Berg oder die Base, wo Kagome und ich waren? Ja, da, wo ihr wart, weiß ich nicht. Nee, wir waren am Strand. Zerstört. Relativ nah am Strand waren wir. Okay. Und sie meinte auf einem Berg. Am Berg, dann ja. Wird die noch gebaut oder wurde die wieder zerstört? Keine Ahnung, ich sehe es, das sieht man. Da liegt doch jemand, oh, da liegen zwei drinnen. Na dann killen, ey. Ja. Killen, 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 killen. Bring sie um. Bring sie um ohne Gnade. Töten. Töte sie. Wenn Gorilla kann uns man töten. Den Stein nicht kaputt machen, ne? Huch, hier ist der Balkon. Ja, beinahe der Balkon rausgegangen und runtergefallen. Das wäre ein schöner Tod gewesen. So. Rapunzel, Rapunzel. Lass dein Haar herunter. Ist das Rapunzel? Ja, ne? Rapunzel ist das mit den langen Haaren. Oder? Ja. Okay, das wäre jetzt peinlich, wenn ich das verwechseln würde. So. Okay, hat einen Sattel. Super. Sehr gut. Das war so klar. Logisch, das muss auf jeden Fall sein. Soll ich Obsidian mitbringen? So, gut, die kann ich schon mal skillen. Ich skill erstmal Helf. Nee, Obsidian brauchen wir erstmal nicht. Helf, Helf, okay. Helf, immer hoch und dann Leben. Quatsch. Ja, Helf und danach Leben skillen und dann vielleicht noch ein bisschen Lebensenergie. Nehmen wir dann noch ein bisschen Melee-Damage am besten. So, ich räume nochmal ganz schnell auf. Die wir haben jetzt übrigens in unserem EG-Geschützen jeweils fast 200 Schuss drin, mittlerweile. Ne, das ist immer ganz gut. So, halt. Mal schnell aufräumen. Und dann ziehen wir los mit der Kali. Geht zu schnell. Und suchen Pronto. Ey, das klingt echt wie so eine Kack-Comic-Stimme irgendwie. Ich weiß es nicht. Okay, sehr gut. Ich könnte mich vom Dino da reinwerfen lassen. Von meinem Gorilla. Das war eine Idee. Aber wie komme ich denn wieder raus? Das ist die Frage. Ja. Komm erstmal runter und. Ja, ich komm wieder zurück. Für den Bienen, der macht das schon. Und, der bietet sich dann wieder raus. Wir suchen jetzt ein Pronto und wenn wir dann die T-Rex hochgelevelt haben, dann können wir die Base ja noch platt machen. Okay. So, ich habe jetzt noch 50, 88 Betäubungsweile. Da ist Argentavis direkt bei uns. Was ist bei uns? Ein Argentavis. Ein Argentavis, aber der tut mir nichts, warum tut er mir nichts? Also, ist das der neue? Tut er mir was. Ist das der neue? Nee, Vogel ist das. Geier. So, ich guck nochmal, ist alles cool? Ist alles cool. Wir müssen dann auch noch ein bisschen simpel Ammo und Shotgun-Ammo machen. Au! Ich komme! Der greift Money an! Money! Money, mach ihn fertig! Ich komme! Adunk, alle weg! Ich komme nicht, ich komme! Oh, ist schon erledigt. Okay. Money hat erledigt. So, Kali, hau dich auf den T-Rex und los! Ich pack noch das Eisen in die Dings. Aber wir gehen in die andere Richtung, wir gehen nach Süden, weil im Norden ist die Base von den anderen. Ja, wollen wir, ja. Oder wollen wir die erst hier mitnehmen? Was? Am Hang, wo ich gerade war. Ja, natürlich. Geht da erstmal hin, mach das erstmal weg. Ja, ich guck. Ja, aber ich will davor erstmal ein Pronto und die T-Rex leveln. Weil die machen jetzt sowieso noch kaum Schaden. Wir müssen jetzt erstmal Melee Damage pushen. Sonst dauert das, sonst hauen wir da ewig drauf. Aber ich mach jetzt erstmal Leben weiter hoch. Was? Weiß ich nicht, so 10.000 Leben darf ein T-Rex schon haben, oder? Ja, machen wir erstmal so und jetzt rest Melee Damage. Okay.
Okay. Kalypso ist immer so unfair. Die macht einem immer die Tür vor der Nase zu. Den Tür. Ja, der du Tür. Hast mir auch gerade den Tür vor der Nase. Okay, auf geht's. Jo, warte mal, ich guck nochmal, habe ich Bären irgendwie noch dabei? Nicht mehr viele, ich muss mal noch Bären mitnehmen. Also ich fühle mich hier alleine ziemlich unwohl, muss ich sagen. Du hast einfach mal 400 Schuss in den Geschützen drin, Alter. Du bist sicherer als wir. Warte mal, Alter. Dann nehme ich auch noch Bären mit. Du Alter. Hausmann, du. Alter. 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 Nee, den nimmst du bestimmt. Achso, ja, den kannst du mitnehmen. Das geh ich auch mal hilf. Ich dachte, du nimmst meinen jetzt einfach mit. Nee, um Gottes Willen. Dann gäb's hier aber Ärger, Alter. Dann erzähl. Level up. Hast du noch Bären? Okay. Ja, doch noch Bären. Die Uhr ist sehr versichert. Ja, der Mammut. Das Mammut hat noch übelst viel Holz dabei. Das kann er dann, kannst du auch mal einpacken dann. Ja, das habe ich gerade gefahren. Ja, siehst du, ich weiß ich nur drauf hin. Ja. So gut, los geht's jetzt hier. Bennett, ja. Kali. Das hat jetzt irgendwie schon was Episches, oder? So mit zwei T-Rexen. Und alles niedermetzeln, was wir finden, damit die im Level aufsteigen. Ach, Stamina würde ich auch mal leveln dann. Wie viel sollte man denn haben? Ich habe meine hat jetzt 750. Stamina? Ja. Meine hat gerade mal 420. Ja, das heißt, wir müssen ein bisschen Pause machen. Also 1000? Ja, 1000 wäre schon geil. Okay. Okay. Ja, und das musstest du jetzt in so einer Stimme machen. Wie? Vergiss es. Was ist denn da los? So, okay, ich muss kurz Pause machen. Ja, ich auch. Aber das ist jetzt dunkel. Ja, wir haben 20.10 Uhr. Oh nein. Ja, egal. Ich meine, die anderen sehen ja dann auch nichts. Wir lassen einfach die Fackeln aus. Ja, wenn wir da überhaupt was sehen. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir auf einem Dino sitzen? Rechts brennt Feuer im Hang. Da ist ein Häuschen. Ach, das Häuschen. Da vorne ist auch ein... Ich seh's. Wollen wir mal Hallo sagen? Jo, aber Hallo. Mit dem T-Rex da durchkommen ist übelst assi, ey. Das sind mir die Affen echt lieber. Shit, ey. Warte mal. Ne, genau. Wir machen mal... Da ist einer! Wo? Oh, ich seh ihn nicht. Da ist er. Aber ich seh, der ist viel zu klein und ich komme nicht durch. Ich brauche einen scheiß Affen. Ja, dann komm wieder zurück. Wo sind der? Das bringt nichts. Hier ist die Hütte. Da ist er. Okay, hab ich ihn gekillt? Sky Guardian Meldung? Level 1, ja, hab ich. Okay. Das tut ganz übelst leid, das ist übelst fies von mir, ich weiß. Oh. Warte, ich komm auch immer ran. Aber Leute, wir können das nicht dulden, dass jemand eine Base bei uns baut. Das geht nicht. Ich weiß gar nicht, wie der Schaden jetzt ist an seiner Hütte. Boah, aber ist egal, der kann die sowieso nicht mehr benutzen. Oh, jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen dreckig und schlecht. Aber andererseits, wie gesagt, wir müssen alles killen. Was hier bei uns in der Nähe ist. Es geht nicht anders. Jetzt wird's dunkel. Jo. Fühle ich mich nicht mehr so wohl. So, gut, weiter geht's. Beam, kann man sich mit euch verbünden? Nein, kann man nicht. Leider nein. Never. Ich muss Pause machen. Ich meine, da war es Level 1 gewesen, ey. Also... Da fängt das einfach nochmal von vorne an. So, Kali? Ich bin noch am Ausruhen. Was ist denn das? Das ist ein... Ach, eine verbackte Katze. So. Level up. Amina möchte ich gerne. Ah, geil. Also, mit dem T-Rex kann man so wunderbar Hide und so farmen. Ne? Hammer. So, wir versuchen mal schön an mir dran zu bleiben. Ja, ich habe hier echt ein arges Stamina-Problem. Also ich muss auf jeden Fall Stamina noch erhöhen. Ja. Das nervt ein bisschen. Ja. Da ist ein Pronto, guck mal. Wo denn? Hier vor uns. Ah, da. Okay, den schnappen wir uns. Ist auch gerade dunkel, das ist gar nicht so verkehrt. Warte, möchte mal gucken, erst welches Level der ist. Ja, schau mal. Der sollte ja schon hoch sein im Level. Ja, muss mehr Pfeile brauchen, ich sehe es nicht. 16. Aber, ja, ist ein bisschen niedrig, ne? Lass ihn erstmal da, dann haben wir okay. Backup. Alles klar. Oh, Level up. Jo, geht übel schnell. Was für eine Stamina. Ja, Stamina hab ich jetzt 900. Nur 600. Regt das eigentlich auch schneller? Ne, das regt nicht schneller, wenn man das hochskillt. Glaube ich.
So, 980, das reicht. Oh, den Rest mache ich dann jetzt erstmal im Leben und Melee-Damage rein. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass wir so wirklich mit T-Rexen hier arbeiten. Sonst haben wir die immer nur getamed und dann nichts mehr damit gemacht. Also, das ist ganz cool gerade. Das ist auch eine Shit. Hallo, bleib hier. Nimm lecker Schildkrötensuppe. Ey, die gehen weg. Bleib hier. Haben wir damit sind keine Hide-Probleme mehr. Ja. Hey, wie ist denn das, wenn jetzt ein Greif kommt und oder irgendein Flugsaurier und der versucht uns zu greifen? Muss er dann den T-Rex auch oder kann der uns von dem T-Rex lösen? Das würde mich mal interessieren. Das müssen wir da mal ausprobieren, weil mich das sehr interessieren würde. Ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das wäre ein bisschen krass, doch, das klappt. Doch, ich habe schon damals auf dem Community-Server habe ich das gesehen. Steck fest. Oh. Kommt er? Also zu den Geschützen. Der kommt da echt nicht rüber, hä? Beam. Gut, dann ich geh mal eben ringsrum. Was denn? Ich hab rechts, ich hab rechts eine Leiter hingebaut. Da kommst du hoch. Ja, super, okay. Da weiß ich Bescheid. An der rechten Seite, die ist extra ein bisschen versteckter, damit, wenn man Angriff ist, die anderen dann nicht sagen können. Neben den Stacheln direkt. So, jetzt darf ich ja nicht mehr den gleichen Weg gehen. Aber die manövrieren sich halt auch echt nicht cool. Ja. Dann kann ich mal die 100 Munition wollen packen. Hier ist noch ein und hier sind jetzt Tops. Oh, One Hit. Level up. Super. Schnupp. Na komm, mach das auch noch putte. Warte, hier ist noch ein Triceratops. Kriegt ihr das nicht kaputt? Was denn? Doch. Hier ist so ein hier nicht durch. Thatch Foundation, dann macht es aber nicht. Doch jetzt. Jetzt ist es kaputt. So, 176 da drin. So. Es geht langsam hoch, finde ich gut. Ich mache jetzt erstmal Melee Damage. Also im Wald kannst du mit denen echt nicht laufen. Nee. Kannst du vergessen. Da steht jemand! Da steht jemand! Wo? Alter, das ist so mies. Oh, wir sind so fies, das ist so gemein. Ey, das tut mir so leid. Ja, mir tut es auch übelst leid. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Und wir müssen es machen. Ja. Ich meine, guck mal, würden wir ihn nicht killen, dann würde er auch versuchen, uns zu töten. Warte mal, ich will mal gucken, was er dabei hatte. Meine Fackel ist kaputt. Boah, Alter. Alter, was hat er denn dabei? Flint nämlich mit in die Fackel zum Reparieren. Hat er einen T-Rex einstecken? Also. Nee, Hyde hat er dabei. Ah, eine Fackel, die nehme ich auch gerne mit. Scheißegal, wird einfach alles geplündert, ey. Na, komm, vielleicht nehmen wir noch mit. Ein bisschen. So. Ja, den Rest. So. Ja, aber wenn wir jetzt keinen Pronto finden, dann nehmen wir den Level 16er Pronto einfach mit. Okay. Aber ich hätte schon gerne eher so einen 60er, 70er, weil schon deutlich mehr Leben hat. Also können wir das erstmal ausprobieren, weißt du? Ja. Den Sattel können wir ja, wenn er stirbt, dann mitnehmen und nur falls einen Austausch machen wir einen besseren. Das Boot will ich auch noch probieren. Das machen wir gleich. Okay. Was brauchen wir nochmal für das Boot? Weil ich würde auch gerne, dass jeder ein Boot 200 hat. 200. Wood, Fiber und Hide. Okay, Hide habe ich nicht. Ich mach mir mal schnell ein Boot. Könnt ihr mal ausprobieren. Jo, okay. Da ist jemand. Da hinten. Aha. Wo? Hier, neben uns. Achtung.